Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Bedarfsplanung, wo wir die Methoden aus der Matrixalgebra, insbesondere die Matrixmultiplikation, einmal wirklich auf eine wirtschaftswissenschaftliche Frage anwenden wollen. Wie schaut das also aus? Wir haben hier eine Aufgabenstellung. Ein Möbelhaus bietet unter anderem auch zwei Arten von Bücherregalen zum Selbstbau an. Regaltyp A hat eine Höhe von 200 cm, Typ B ist die kleinere Variante mit einer Höhe von 110 cm. Für Typ A werden pro Stück 5 Quadratmeter furnierte Platten verarbeitet, für Typ B braucht man 3 Quadratmeter Platten. Die Fertigung, Zuschnitt der Platten, Bohrung und Verpackung erfolgt vollautomatisch. Bei Typ A nimmt die Fertigung 8 Minuten Maschinenzeit in Anspruch, bei Typ B 6 Minuten. Berechne den Input-Vektor für den Output von 50 Regalen von Typ A und 20 Regalen von Typ B. Also, das war jetzt einiges an Informationen. Versuchen wir das mal zu sortieren. Wir haben also zwei verschiedene Regaltypen, A und B. Und für die haben wir jeweils zwei verschiedene Arten von Inputs, die wir brauchen. Da sind einmal die Quadratmeter an Platten, die wir brauchen. Und dann haben wir die Minuten auf der Maschine, die wir brauchen für die beiden verschiedenen Regale. Für das Regal vom Typ A brauchen wir 5 Quadratmeter, für Typ B 3 Quadratmeter pro Stück. Also für jedes Regal vom Typ A, was wir produzieren, brauchen wir hier 5 Quadratmeter Platten und bei Typ B 3 Quadratmeter Platten. Und dann haben wir noch einen zweiten Input, den wir benötigen, eben einmal 8 Minuten Maschinenzeit und einmal 6 Minuten. Können wir uns auch hier einmal in diese Tabelle eintragen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir 50 Regale vom Typ A und 20 Regale vom Typ B produzieren wollen, das ist also unser geplanter Output, 50 und 20, wie viel brauchen wir denn dann insgesamt an unseren beiden Inputs, die Quadratmeter an Platten und die Minuten Maschinenzeit? Wir haben also 50 mal das, was wir von A brauchen, plus 20 mal das, was wir von B brauchen. Also 50 mal 5 sind 250 Quadratmeter Platten, plus 20 mal 3 kommen noch 60 dazu, sind wir insgesamt bei 310. Und 50 mal 8 Minuten Maschinenzeit sind 400 Minuten, plus 20 mal 6 kommen noch mal 120 dazu, sind wir bei 520 Minuten Maschinenzeit. Und jetzt können wir das hier auch so als Vektoren schreiben und haben dann einfach eine Linearkombination von zwei Vektoren da stehen. Einmal den Bedarf pro Stück an Regal A, 5 Quadratmeter Platten, 8 Minuten. Den Bedarf an Typ B pro Stück, 3 Quadratmeter Platten, 6 Minuten. Und dann kombinieren wir diese beiden Bedarfsvektoren mit den gewünschten Outputs 50 und 20 und bekommen dann die benötigten Inputs heraus, 310 Quadratmeter Platten und 520 Minuten auf der Maschine, um diesen Auftrag ausführen zu können. Klicke hier einmal weiter auf die nächste Seite, da haben wir das auch genauso stehen. Und eine Linearkombination, haben wir in vorigen Videos schon gesehen, können wir auch immer schreiben als eine Matrixmultiplikation. Dafür fassen wir jetzt auch diese beiden geplanten Output-Werte 50 und 20 in einem Output-Vektor zusammen. Und diese beiden Bedarfsvektoren fasse ich in einer Bedarfsmatrix kombiniert zusammen. Und dann können wir jetzt schreiben, dass der benötigte Input, die 310, auch geschrieben werden kann als das Produkt der Bedarfsmatrix mit dem geplanten Output-Vektor. Also vor unserem geistigen Auge können wir hier nochmal die 50 und 20 so an die Matrix dranklappen. Da haben wir genau 50 mal 5 plus 3 mal 20 ist 310, beziehungsweise 50 mal 8 plus 20 mal 6 ist 520. Und das Schöne ist, dass wir in dieser Schreibweise was haben, was wir eigentlich ganz leicht interpretieren können. Nämlich Input ist gleich Bedarf pro Stück mal Output. Ja, und das halten wir deshalb auch hier in dieser Grundgleichung der Bedarfsplanung einmal fest. Der Input-Vektor ist gleich die Bedarfsmatrix mal der geplante Output-Vektor.
Ich habe also zwei Mengen, das sind alles eigentlich Mengen, die da stehen. Eine Bedarfsmenge pro Stück. Pro Stück Output. Und das multiplizieren wir mit der Output-Menge. Und dann haben wir, also das ist Input pro Stück Output. Und das wird dann mit dem Output multipliziert. Und dann erhalten wir den Input. Und damit können wir dann auch allerlei andere Bedarfsplanungsprobleme in den Wirtschaftswissenschaften angehen. Weil für dieses einfache Problem, wo es nur zwei Inputs und zwei Outputs gibt, hätten wir das natürlich auch zu Fuß machen können, beziehungsweise wir haben es sogar vorher zu Fuß gerechnet und hätten das auch lösen können, ohne jemals etwas von Vektoren oder Matrizen und Matrixmultiplikationen gehört zu haben. Aber das Interessante ist, das Ganze funktioniert jetzt eben ganz schön schematisch und kann auch genauso durchgeführt werden, wenn unsere Produkte komplizierter werden, wenn die Bedarfsmatrix 10 Inputs und 20 Outputs hat oder ähnliches. Es ist immer noch die gleiche Art Matrixmultiplikation, die wir da durchführen müssen. Schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Ist immer noch ein sehr einfaches Beispiel, sehr lehrbuchmäßig, aber dass wir schon ein bisschen mehr reinkommen und sehen, was wir alles machen können mit dieser Bedarfsplanungsmethode. Hier haben wir jetzt ein Unternehmen, was verschiedene elektronische Baugruppen produziert. Die sind hier einfach nur benannt mit B1, B2, B3, also unterschiedliche Baugruppen, die man dann fertig kaufen kann. Und um so eine Baugruppe zusammenzusetzen, braucht man im Wesentlichen zwei Inputs, und das sind Kondensatoren und Widerstände, hier mit C und R bezeichnet. Und dann haben wir momentan einen Lagerbestand von 2000 Kondensatoren und 1200 Widerständen. Und wir sehen hier den Bedarf für die drei Baugruppen. Also für eine Baugruppe vom Typ 1 brauche ich 5 Kondensatoren und 2 Widerstände, beim Typ 2 2 Kondensatoren und einen Widerstand und so weiter. Und jetzt haben wir einen Auftrag, der sieht es vor, 100 Stück von B1, 150 Stück von B2 und 120 Stück von B3 zu liefern. Frage 1, kann der Auftrag mit den vorhandenen Lagerbeständen ausgeführt werden? Frage 2, was ist der Lagerstand nach Ausführung des Auftrages? Und auch diese Frage könnten wir natürlich ohne die ganze Matrixrechnung auch angehen und lösen. Aber wir können das Ganze schematischer, einfacher machen, und wenn man das dann später zum Beispiel in der Tabellenkalkulation umsetzt oder in einem anderen quantitativen Softwarepaket, kann man das Ganze viel einfacher, schematischer rechnen, als wenn man das alles komponentenweise von Hand durchrechnen muss. Schreiben wir uns das also hier nochmal hin. Unsere Grundgleichung ist Bedarfsmatrix, also Bedarf pro Stück, multipliziert mit der geplanten Output-Menge, ergibt die benötigte Input-Menge. Wenn wir das hier einsetzen, haben wir diese Bedarfsmatrix 522196 und einen geplanten Output-Vektor von 100 Stück B1, 150 B2, 120 B3. Und die klappen wir jetzt also hier an unsere Bedarfsmatrix dran, haben also 100 mal 5 Kondensatoren, die wir für B1 brauchen, 200 mal 150 Kondensatoren, die wir für B2 brauchen und 120 mal 9 Kondensatoren für B3. Und wenn wir das in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen, kommen wir auf 1880 Kondensatoren, die wir insgesamt brauchen. Und genauso 100 mal 2 plus 150 mal 1 plus 120 mal 6 ergibt 1070 benötigte Widerstände. Das heißt, unser benötigter Input-Vektor schaut so aus, 1880 und 1070. Wenn wir dann unseren Anfangslagerbestand nehmen und davon die benötigten Inputs abziehen, erhalten wir eine Differenz, 2000 minus 1880 ist 120 und 1200 minus 1070 ist 130. Und wie gesagt, das wäre jetzt alles nichts, was wir nicht auch sonst hätten rechnen können, aber wir können es uns jetzt zumindest ganz leicht aufschreiben, eben Bedarf mal Output gleich Input und dann Anfangsbestand minus benötigter Input gleich Endbestand.
Das sind also Formeln, die man auch versteht, ohne etwas von Matrizen zu wissen. Und die Matrizenrechnung kann dann im Hintergrund passieren, um diese Ergebnisse auszurechnen. Und das Gleiche können wir dann auch in höheren Dimensionen machen, wenn es mehr Inputs und mehr Outputs gibt, was wir uns dann in den nächsten Videos anschauen werden.